Hallo, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur letzten Sendung, das literarische Duett in diesem Jahr, und freue mich, dass ich einen Gast habe, den ich schon ganz viele Jahre kenne und der auch ein eifriger Leser ist, wie ich weiß, nämlich Thomas Stolze. Thomas Stolze war ganz 30 Jahre lang technischer Direktor am Theater Altenburg-Gera, also natürlich erst Gera und dann Altenburg-Gera. Und wir wollen uns erstmal ganz kurz darüber unterhalten, was ein technischer Direktor alles machen muss. Ich habe nachgeguckt, der ist eigentlich für alles verantwortlich. Für die Feuerwehr, für Gewerke am Theater, dafür, dass die Belüftung funktioniert, dass es richtige Temperatur gibt, dass das Licht funktioniert, dass der Ton funktioniert. Und falls er das Glück hat, dass sein Haus saniert wird, ist er auch dafür zuständig. Ja, das ist völlig richtig, wie Sie das schon umreißen, Frau Bohnen. Ein technischer Direktor ist in erster Linie verantwortlich, und wenn er seinen Job halbwegs gut macht, dann sorgt er vor allen Dingen dafür, dass die anderen Mitarbeiter, denn Theater ist ja Teamarbeit und sonst nichts, dass sie entsprechende Arbeitsbedingungen haben, dass das Produkt, nämlich die Theaterkunst, pünktlich und in bester Qualität über die Rampe kommt. Kunstwerke, die täglich neu entstehen in Echtzeit. Und die Verantwortung erstreckt sich von der Veranstaltungstechnik. Das könnte ich jetzt alles aufstrippen, die Zeit, wenn wir es haben. Also Beleuchtung, Ton-Videotechnik, Bühnentechnik. Dann gibt es dann noch Requisite, die jetzt im Bühnenbetrieb arbeiten. Und dann kommt Haus- und Betriebstechnik. Und es hat sich dann vor vielen Jahren der Trend eingestellt an den Theatern in Deutschland, dass der technische Direktor auch mehr und mehr die Funktion des Ausstattungsleiters mit übernimmt, mehr und mehr ausgestorben sind aufgrund von Personaleinsparungen, Strukturveränderungen. Es wird viel mit Gästen gearbeitet, sodass jetzt in dem Verantwortungsbereich auch noch dazu kommen die Ausstattungswerkstätten, also das sind die Dekorationswerkstätten, Tischlerei, Schlosserei, Mahlsaal, Plastik, Dekorateur und Kostüm. Bühnentechnik. Also Bühnentechnik ist eine Abteilung, die Bühnenarbeiter. Ja. Mhm. Die heute, also die bühnentechnischen Gewerke sind heute unter dem Begriff Veranstaltungstechnik zusammengefasst. Multimediale Aktionen, also wie was, Übertitelung und Video, Ton und ja, und natürlich szenisch Licht, ich hatte es schon gesagt. Und dann verantwortlich für den ganzen Bereich Werterhaltung und natürlich als erster Beauftragter des Geschäftsführers oder Intendant, je nachdem wie die juristische Konstruktion des Hauses ist, für Sicherheit verantwortlich. Genau. Sie haben das Wort Feuerwehr genannt. Da gibt es ja bestimmt hinter der Bühne noch viel mehr, was Sicherheitsrelevante. Sie hatten mir mal erzählt, bevor das Haus saniert wurde, 2007, dass Sie, wurde ja alles praktisch noch hinter der Bühne hochgezogen, hing oben im Bühnenboden, und dass da sie immer nur mit Ausnahmegenehmigung spielen konnten, weil es so gefährlich eigentlich war und die Technik schon so marode ist. Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? Das ist ja auch schon eine Weile her. Nein, das muss ich relativieren. Das haben Sie nicht ganz korrekt in Erinnerung, im Prinzip schon. Denn das hört sich jetzt so an, als ob da bestimmte Risiken in Kauf genommen wurden. Ausnahmegenehmigung und so weiter, das ist natürlich richtig, aber es war eben eine große Einschränkung des Theaterbetriebes. Ja. Das heißt, die Dinge, die jetzt nicht safe waren, wie man heute so neudeutsch sagt, die konnten halt nicht stattfinden. Ja. Also in Maschinenzügen zum Beispiel keine Menschen hängen konnte oder dass bestimmte Bereiche der Untermaschinerie nicht durch Scherkanten gesichert waren und was eben noch eine alte Technik war. Und darauf musste man sich besonders einstellen. Und das
Das ging ja lange, ne? Das ging lange, es ging auch gut und das verdanke ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen, die da immer sehr hellwach sind. Und es ist aber eine sehr risikoträchtige Geschichte. Die Risiken sind beherrschbar. Gibt es in anderen Branchen auch. Wenn jemand mit einem Öltanker übers Weltmeer fährt, hat er auch seine Risiken. Also das ist jetzt gar keine Heldentat, was wir am Theater machen. Aber es ist schon eine sehr komplexe Geschichte und da muss man jederzeit hellwach sein. Das glaube ich, ja. Dann sind in Ihre Amtszeit sind gefallen die, der Konzertsaal, dann die Theatersanierung bis 2007. Und Sie waren noch betroffen vom Hochwasser. Ja, 2013, das muss man nun nicht haben, aber auch das haben wir durchgestanden. Und die Höhepunkte, was jetzt außerhalb des Tagesgeschäfts liegt, wo ja auch ein Höhepunkt immer eine Premiere ist, wo man dann in den meisten Fällen glücklicherweise sagt, okay, das hat sich gelohnt und diesen ganzen Apparat aufzuwenden und das Publikum ist happy und aber außerhalb dieses Tagesgeschäfts waren die Höhepunkte in der Tat Sanierungsmaßnahmen. Das ging 1993 bereits los mit dem Konzertsaal und dann die große Sanierung 2005 bis 2007, die Generalsanierung des großen Hauses und der damit verbundene Neubau der Studiobühne. Und das, wir hatten im April dieses Jahres eine kleine Jubiläumsfete am Theater gemacht und haben viele Leute eingeladen. Die Geschäftsführung hat das sehr mit gefördert und haben erinnert und einen Sekt getrunken und konnten eine Erfolgsgeschichte verbuchen, die ja leider immer seltener wird. Das liegt aber nicht daran, dass an anderen Theatern, wo jetzt saniert wird oder wo Flughäfen gebaut werden oder sonst was, oder an der Elbe eine Philharmonie oder wie auch immer, was wo die Negativ-Flaggschiffe sind, was Bauzeiten und Finanzrahmen betrifft. Das liegt nicht daran, dass dort unfähige Leute arbeiten. Es liegt an Mechanismen, die immer dem Ziel abträglicher werden, ich muss es schon mal so sagen. Und es wird halt immer komplizierter, da könnte man sich viel vereinfachen. Aber wir haben es hingekriegt und haben das Geld eingehalten. Wir haben es im Zeitrahmen geschafft und haben rechtzeitig eröffnet mit einer super Festwoche. Und Sie mussten auch nicht hinterher nochmal zumachen, um noch die Reste zu beseitigen. Nein, das jetzt nicht. Und wir hatten ja auch ein tolles Team von der Stadt und natürlich auch unser Architekt Klaus Sorger vom Büro BVS, der jetzt wieder in Theatersanierungsdingen viel unterwegs ist. Und wir haben heute noch Kontakt und sind befreundet und treffen uns heute Abend 17 Uhr. Am Punschstand in der Schlossstraße, um auch dem Lions Club eine entsprechende Unterstützung zuteil werden zu lassen. Und das hat funktioniert. So, nun waren Sie 30 Jahre dienstlich immer im Theater, aber ich weiß, Sie gehen nach wie vor gerne ins Theater und Sie haben auch in der Zeit, wo Sie technischer Direktor waren, auch immer in anderen Theatern geguckt, was da gespielt wurde. Ja, das mache ich heute noch. Ich möchte mich nicht dem Verdacht aussetzen, hier ganz kleinlich zu sein, aber am Theater war ich, wie lange war ich denn am Theater? 40? Nee. Länger. Also ich... Ja, 41 Jahre eigentlich, aber in Gera habe ich 1980 angefangen, also das waren dann auch 38 Jahre. Und ich war ja Bühnentechniker und Theatermeister, Obermeister und. Und es brachte schon das dienstliche Geschäft mit sich, dass man sich mit anderen Theatern ins Benehmen setzt, aber ich war schon immer sehr interessiert und mache das heute noch. Und jetzt oft zusammen mit meiner Christel. Wir haben nun Zeit, die wir zusammen gerne verbringen. Und dann kommt es zu solch richtig schönen Ballungen, wie kürzlich erst. Und da bin ich dann so in meinem Element und mir fehlt nichts und es ist kein Stress. Wenn man zum Beispiel am Freitag in die Hoffmanns-Premiere geht, Hoffmanns-Erzählung, wann war es? Am 30.
November, mhm. am 1. Dezember dann 16 Uhr zur Götterdämmerung in Chemnitz mhm. und am 2. Dezember ja auch wieder 16 Uhr im Landestheater Altenburg, wo ich ja auch zu Hause war mhm. und mich immer noch so fühle, zur Märchenpremiere also der glattrasierte Weihnachtsmann. Drei Tage hintereinander. Ja, mhm. und wenn man jetzt nochmal zu dem Freitag geht, dem Donnerstag davor war nichts, aber den Mittwoch, also mit mhm. einem, war ich dann nochmal kurz in Erfurt und mhm. war bei Doro Pesch zum Konzert. Mhm. Und also man hat jetzt mhm. viele Möglichkeiten und das nutzen wir gerne. Und ich war vergangene Woche den ganzen Tag im Opernhaus im Theater in Erfurt. Da war eine theatertechnische Tagung, eine Regionalgruppentagung der Deutschen Theatertechnischen mhm. Gesellschaft, so heißt das nämlich. Und ja, das brauche ich nach wie vor und nehme es sozusagen fakultativ wahr und bin auch gern in Kontakt mit meinen Kollegen, das ist ganz klar. Das wird sicherlich dann weniger werden, das ist ganz normal, aber gerade auch der technische Direktor, mein Nachfolger René Brautsch, dem ich mich sehr verbunden fühle und auch anderen Kollegen natürlich, Kollegen. Das ist immer wieder erfrischend und ich gehe in jede Premiere, oder wir, muss ja meine Christel, die kommt auch gerne mit, in jedes Konzert, sei denn, es ist mal irgendwo ein Terminchen, ja, aber dann ist man ja schon richtig gut vorm Vorhang. Ja. ich hatte ja das Buch, über das wir zuerst reden wollen, das ist von auch einem Theatermann geschrieben worden, nämlich Steffen Mentsching, der seit vielen Jahren Intendant in Rudolstadt ist, der selber Schauspieler war und Kabarettist, aber auch immer als Autor unterwegs gewesen ist. Und ich hatte das Buch eigentlich im Visier, weil mich das von vornherein interessiert hat, aber mir war nicht bewusst, dass es 820 Seiten hat und dass es unheimlich auch physisch anstrengend. Es ist einfach physisch anstrengend, dieses Buch zu lesen. Es sei denn, man hat vielleicht größere Hände als ich, dann geht das vielleicht etwas besser. Aber es hat sich nach meiner Überzeugung gelohnt, dieses Buch zu lesen. Auf jeden Fall. Ich habe Ihnen das zugemutet. Das mache ich eigentlich sonst bei meinen Gästen nicht, dass die so dicke Bücher lesen müssen wie Sie. Denn das andere ist auch nicht dünn. Und wir wollen heute etwas reden über Schermanns Augen von Steffen Mentsching. Dieses Jahr erschienen ein Buch, das schon mehrere Auflagen erlebt hat, das ab und zu mal vergriffen war in der Buchhandlung, aber natürlich lieferbar ist, was man, sagen wir mal, falls man Weihnachten einen Büchergutschein geschenkt kriegt, sich vielleicht auch noch zulegen kann. Schermanns Augen. Haben Sie es gerne gelesen, obwohl es so dick ist? Ja, ich habe es sehr gerne gelesen und es ist dem Steffen Mentsching da ein großer Wurf gelungen. Und das haben auch schon Kompetentere behauptet als ich, nämlich die ganze Fachöffentlichkeit. Die waren alle begeistert, die Feuilletons. Und ich habe es mit großem Interesse gelesen. Und was Sie so benennen mit physischer Anstrengung, ja, es ist, man taucht relativ schnell ein. Und Mentsching macht das ja sehr virtuos, den Duktus, den Schreibduktus, dass er sozusagen erzählt in der Vergangenheit, aber oft auch seine Protagonisten sprechen lässt, keine wirkliche Rede setzt, keine Anführungsstriche, das rattert durch. Ganz wenig Absätze in ganz dem wenig Buch. Absätze. Manchmal fehlt auf der linken Seite die letzte Zeile, das ist dann ein Absatz, muss man noch gucken, weil plötzlich rechts oben völlig was anderes. Aha, so. Also, und das ist aber jetzt mehr nur eine Äußerlichkeit und der Schauplatz, an dem das im Wesentlichen spielt, ist ja nur alles andere als erfreulich und er wird sehr eindrucksvoll plastisch und auch mit einem Vokabular geschildert. Wie soll ich mal sagen, es ist nicht unbedingt gewöhnungsbedürftig, ja, weil man weiß, darf man das hier sagen, was ein Scheißkübel ist und, und sowas. Ja. Das bestimmt natürlich den Alltag dieser Häftlinge. Die im rechtsfreien Raum leben, im günstigsten Fall überleben, viele das nicht überleben. Und
Wir sind in dem Buch im Jahr 1940. Ja. Und zwar in einem russischen oder sowjetischen Straflager für Kriminelle und politische Gefangene und begegnen dort als erstes dem deutschen Kommunisten Otto Haferkorn, der dort sitzt. Otto ist 25 Jahre alt, ist also ein ganz junger Mann und hat in Moskau als Setzer, also im Exil, gelebt. Und als Setzer gearbeitet. An der DZZ, oder? Ja, Deutsche Zentralzeitung. Deutsche Zentralzeitung. Und wird in diese ganzen Schauprozesse, die stalinistische Paranoia, dass alles Feinde sind, verwickelt. Er selber ist ein Gläubiger, denke ich immer. Also er ist sich selber nicht sicher, ob er nicht vielleicht doch irgendwie selber schuld an seinem Schicksal ist. Er hatte ein bisschen Glück, dass er nicht erschossen wird, sondern in die, was heißt Glück? Ne? Also der Sherman sagt ja immer, es ist besser, man wird gleich erschossen, als in so ein Lager zu kommen. Und lebt da in diesem Lager, ist er ein völliger Außenseiter, weil er auch noch Deutscher ist. Und dieser Lager, es ist unendlich kalt, es ist 30 bis 50 Grad Minus in dieser Gegend. Sie müssen ganz schwer arbeiten, sie kriegen kaum ordentlich Essen. Und es gibt unter diesen Lagerinsassen natürlich auch eine Hackordnung. Ja, und da wird auf ein bisschen mysteriöse Weise plötzlich ein 66-jähriger polnischer Jude in diese Krankenstation eingeliefert. Das ist der Rafael Sherman. Ja. Und der an der Eisenbahnlinie rausgeschmissen wird. Ja, einfach so irgendwie gekidnappt ist. Also es wird ja nie so richtig klar, warum der da landet. Ja, und vor allen Dingen, warum er schon diese Tortur erstmal überlebt. Warum wird er denn eigentlich da weggeholt? Manchmal lässt man die auch liegen, die sind in einer Stunde erfroren. Und Haferkorn ist in dieser Zeit gerade im Lazarett, was irgendwie, fast ein Lottogewinn ist, weil man muss dann mal ein paar Tage nicht raus in den Wald und Bäume fällen. Und also ich habe sie jetzt vielleicht unterbrochen. Nee, der Sherman kann nicht Russisch. Ja. Der spricht also Deutsch. Und nochmal vielleicht, Frau Bohn, weil das mich so fasziniert hat, wie der Mensching dieses Lager beschreibt. Wie gesagt, das sind ja eigentlich alles schlechte Nachrichten schon, dass es so ein Lager gibt. Aber das gehört einfach zu dem Wesen dieses Buches. Ja, und was da so überhaupt für Kriterien angesetzt werden und wie die miteinander umgehen, Sie haben es schon angedeutet, das ist abgründig. Ne? Es sind eben die Urki, ne? die Kriminellen, der Abschaum, die nicht lesen und schreiben können. Ja, die ja auch relativ gut leben. Naja gut, das ist die Brigade 6, ne? Usbekin oder wie er heißt, ne? Was ja auch so eine Hierarchie ist und wo man auch sieht, dass sich das die Snatschalniks mit den Schwerstkriminellen arrangieren. Wahrscheinlich eine Hand wäscht da auch ein bisschen die andere. Täglich verschwinden Leute und dann wird... Die Leichen werden gestapelt, bis der Frost vorbei ist, um die dann mal eventuell noch zu bestatten. Nochmal so. Also Sherman trifft dort ein und Haferkorn ist gerade im Lazarett und mustert ihn ja auch und stellt dann sofort fest, aufgrund seiner Erfahrung, die er schon im Lager gemacht hat, der hat alle 10 Finger. Mhm. Ja? Also das ist ein politischer. Ja. Ja? Paragraph 58, was weiß ich. So zieht es sich über die ganzen 820 Seiten und hat auch persönliche Sachen bei sich, was völlig ungewöhnlich ist, weil irgendwie auf dem Weg dorthin, wo man ihn dann aus dem Zug geworfen hat, kommt eigentlich niemand an und hat noch eine Zahnbürste und ein Notizbuch und sowas. Also war er sofort in der Wahrnehmung und das wird ja dann in so einem Lager auch zur Kenntnis genommen. Ein Exot ist vielleicht ein doofes Wort jetzt, aber das war schon irgendwie eine besondere Type. Und dann kamen die ersten Gespräche, die dann an der Schnur aufgestrippt werden hier bei Mensching. Und
dann ist das ja unheimlich interessant und wie sich das dann auffächert. Und, Wir kommen ja, wir sind im Prinzip das ganze Buch über in dem Lager, ja. Aber wir kommen erzählerisch immer wieder heraus. Und zwar kommen wir praktisch um die ganze Welt, weil nämlich der Schermann, der alte Mann, ist Graphologe und ist eine große Berühmtheit in Europa vor allen Dingen in den 20er Jahren, weil er nämlich aus der Handschrift angeblich die Zukunft lesen kann. Es bleibt immer, also er hat aber, sagen wir mal, ein Gespür dafür, was die Handschrift über den Charakter verrät. Das ist, finde ich, noch sehr, sehr realistisch mit der Zukunft. Das ist, hat ja vielleicht auch mit dem Charakter immer zu tun. Und Schermann kennt im Prinzip die gesamte intellektuelle Hot-Volée seiner Zeit. Er ist mit allen irgendwie bekannt und aus diesem Lager entfliehen die geistig immer, in dem Schermann erzählt, was er mit wem alles erlebt hat. Mhm. Und aber der junge Otto, ne, der kennt auch ganz viele Leute, die wir durchlesen, bestimmt vorher schon kennengelernt haben, nämlich diese ganze kommunistische Elite, die da in diesem Moskau, in dem Hotel Lux von Ulbricht, über die Maria Osten, mit der er ein Verhältnis hat, also die ja auch mit eine bekannte Kommunistin war, dann gehen Na, Willy Bredel alle, wir lernen Ernst Busch, alle diese Ernst Busch spielt eine Rolle. Ne? Und das ist unheimlich spannend. Das geht immer von sagen wir mal, New York, wo den Kriminellen da, die dem Schermann ja auch lauschen, gebannt lauschen, weil so selbst der Chef der Kriminellen will ja schreiben lernen, der ist Analphabet, nur damit Schermann ihm sagt, was mit ihm passieren wird. Und das spielt alles eine Rolle. Es ist einfach ein irres Buch, finde ich. Ja, es ist irre, aber es ist auf jeder sozusagen dieser 820 Seiten ist es möglich. Man weiß ja dann irgendwie, das ist zwar, findet nicht statt, aber es ist möglich, dass einer der beiden Protagonisten oder andere auch auf der nächsten Seite nicht mehr da sind. Ja, ne? Weil dort wird dort wird gestorben. Dort wird gestorben. Wird gemordet. Das ist richtig. Und diese Ausflüge, die Mensching da, also ja, inbrünstig und mit ausufernd und die sind ja sicherlich überwiegend historisch gebunden. Er legt sich ja da auch nicht fest, aber es ist ja jedem Leser unbenommen und ich habe das auch nicht gemacht. Das schaffst du erst mal gar nicht, aber das Buch liegt ja dann irgendwo im Regal und irgendwann, ja, zum Beispiel als der Haferkorn, was ihm Gewissensbisse macht, aber erst mal eine normale, fast in einem Affekt. Er hat ja dem Schermann erst mal das Notizbuch geklaut, was er ja wundersamerweise dabei hat. Ja. Wo man schon sagt, was ist denn mit dem los? Plötzlich interessiert sich auch der Lagerkommandant für ihn und dann nimmt das ja seinen Lauf. Und da ist dann, was weiß ich, nach den ersten 10, 20 Seiten irgendwann, ist dann die Auflistung von Namen. Den hast du schon mal gehört. Und Mensching hat ja auch im Interview gesagt, dass es für das Verständnis nicht entscheidend ist, dass der Leser jeden irgendwie zuordnet. Und da war ihm doch sehr der Schalk in den Augen. Das macht er, wie gesagt, virtuos und auch mit der Inbrunst auch den Leser neugierig zu machen, bei der Stange zu halten. Und dann hat man ja auch immer wieder Namen, die einem selbst, Eisenstein, ne, der Regisseur. An den dann Brief geschrieben wird und so. Oder zum Beispiel was an der Überfahrt nach. Mit der Olympic nach New York, wo dann
Stanislavski mit seiner Theatertruppe an Bord war. Ja. Da fiel mir nur gleich ein, dass ich mal vor vielen Jahren, da war ich in der Lehrausbildung und in unserem Lehrlingswohnheim, wo ich nur zu Gast war und nicht schlafen musste. Ich bin jeden Tag die 20 Kilometer gefahren, aber ich war da immer mal und so, weil da ein bisschen was los war. Und da stand im Regal, ich glaube, es hieß Mein Leben in der Kunst. Der hat ja ein paar Bücher geschrieben. Ja. Und der Stanislavski kriegt ja auch sein Fett von Schermann in der Reflexion. Und, und dann zählt der Mensching, lässt durch Schermann die mitreisenden Schauspieler aufzählen. Und ich verwette, das ist jetzt makaber, meine Finger, weil das ist ja in dem Lager auch üblich. Also Schermann hatte noch 10 Finger, der war es kein Krimineller. Ne? Genau. Dass die Namen dieser Schauspieler vom Moskauer Künstlertheater, dass die authentisch sind. Ja? Ja, da lässt, glaube ich, Menschen keine Luft dran. Nee, ich meine, da hat er recherchiert. Merkt natürlich auch immer, dass es ist auch das Fett, was Mensching den Figuren dann noch... Also, es macht ganz großen Spaß, dieses Buch zu lesen, obwohl es so dick und so schwer ist. Man kann es nicht in einem Ritt lesen, weil das überfordert einen völlig. Geht nicht. Aber man kann es eigentlich auch an jeder Stelle irgendwann mal wieder aufschlagen. Ist immer wieder interessant. Genau. Also ich habe das sehr, sehr gerne gelesen, kann das nur empfehlen. Und es gibt was Wunderbares. Es gibt hier so einen kleinen Handzettel, da sind die Hauptfiguren nochmal beschrieben. Wie die heißen und welche Funktion die haben, weil mit diesen russischen Namen ist ja immer nicht ganz so einfach. Es sind ja eigentlich 4 Namen. Ein Vorname, dann der Vorname des Vaters, dann der richtige Familienname und dann noch der Spitzname. Genau. Also ist nicht so einfach, aber tolles Buch. Mhm. Ganz tolles Buch, fragt man sich, wie der Mensching da, weil der ja auch noch ein fleißiger Intendant ist und ganz viel macht und ein richtig klasse Intendant, wie er da, aber er hat ja über 10 Jahre recherchiert und das gemacht. 12 Jahre wohl hat er dran gearbeitet. Der junge Mann, Arno Geiger, hat auch 10 Jahre gebraucht und recherchiert, um dieses Buch schreiben zu können. Unter der Drachenwand. Wir sind, hier sind wir 1940 gewesen, jetzt sind wir kurz vor 1945 in Österreich. Also Jahresende 43 und Anfang 44 oder ja, dann. Ja. Also es ist ja praktisch der Krieg, es ist klar, dass der demnächst zu Ende geht. Der hat die deutschen Städte schon lange erreicht, das spielt hier ja auch eine große Rolle. Der Hauptheld ist ein junger Mann, der Abitur gemacht hat und dann Soldat geworden ist und im Prinzip seine ganze Jugend schon im Schützengraben verbracht hat, traumatisiert ist von schrecklichen Erlebnissen und Untaten, die er auch selber begangen hat. Und er hat das Glück, er wird verwundet und kann sich ein bisschen erholen, bis er nachher wieder in den Krieg ziehen muss. Ja, der da dann fast vorbei ist, aber er hat das Glück, verwundet zu werden. Sein Kamerad neben ihm in seinem, ich glaube, es ist ein Zitronen-LKW. Der ist ja im sogenannten Russland-Feldzug. Ja, klar, der ist ja an der Ostfront. Ja. Also das ist ja Hardcore und ist mit 19 Jahren da eingerückt und hat ja, das ist am Beginn des Buches schon, es ist ja so eine Ich-Erzähler-Variante und wo er zum Beispiel ins Lazarett nach Saarbrücken, dann nachdem er also da erstmal mit dem Leben davon gekommen ist, große Verletzungen von sich getragen oder mit sich hat, dann ein paar Tage braucht, wird natürlich transportiert und so nach Prag und dann sitzt er im Zug und wird nach Saarbrücken gefahren, ins Saarland jedenfalls. Und nach 2 Tagen war er da. Und das ist gleich am Anfang. Und da hat es bei mir schon Klick gemacht, weil dann weißt du schon so, wie er tickt. Und Geiger hat das ja in einer sehr subtilen Form, macht er das immer. In 2 Tagen kann man das Großdeutsche Reich durchfahren. Ja. Das ist schon für einen, der jahrelang an der Front war und wo du dich vielleicht bei 10 Kilometern irgendwie wochenlang vor oder zurück bewegt hast, denkst du, aha. Und dann irgendwie benennt er immer seinen Dienstgeber und so weiter. Und dann kommt eine bisschen gestelzte Sprache zum Teil. Das meinen Sie jetzt nicht. Der Veit Kolbe hat aber so ein, also er will ja eigentlich Schriftsteller werden, ne? Ja. Aber er hat so eine, man
manchmal so ein bisschen gestelzt, finde ich. Den, da, daran, ja. Jetzt, weil es kommen ja noch andere zu Wort, es kommt ja noch eine Frau aus Darm, also die Darmstädterin. Die Darmstädterin zu Wort, also die Mutter, die ja. dann praktisch immer über diese Bombardements schreibt ja. und wie die Stadt zerstört ist. Es kommt noch ein junger Mann, also ein Schüler zu Wort, der an seine Liebe. Seine Cousine, die er aber liebt die, und die dann schreibt, auch ganz naiv. In der Drachenwand und, ja, zu Tode kommt. Ja. Und wir müssen auch vielleicht sagen, dass das ist ein Österreicher, der Ich-Erzähler. Das spielt, glaube ich, auch noch eine Rolle, weil er so ein bisschen immer distanziert, auch also diese ganze. Also er kommt dann zurück zu seinen Eltern nach Wien. Das sind kleine Nazis, die Eltern. Vor allen Dingen der Vater. Auf den Geist. Ja, und daraufhin kommt er in dieses Dorf da an der Drachenwand sucht sich da ein Quartier. Und da lernt er auch ganz unterschiedliche Menschen kennen, die im Prinzip auch so Versprengte sind. Ne? Ja, klar. Es gibt eine Gruppe Schülerinnen, die sind evakuiert worden. Eine Lehrerin, mit der da... ist ein gewisses Interesse, aber das findet nie was statt. Nee, eine junge Frau, die ist seine Nachbarin in dieser Unterkunft, die gerade ein Baby bekommen hat. Dann gibt es noch einen... Margot, oder wie heißt der? Ja, Margot. Und dann gibt es noch einen Mann, der so Gemüse- und Gewächshäuser... Der Brasilianer. Ja. Der ist der Bruder von der Zimmerwirtin, die auch eine Nazi-Tunte ist. Ja. Und der ist aber... dagegen. Und der verschwindet ja nachher, wird ja auch verhaftet und verschwindet, die ganzen Pflanzen gehen zugrunde. Also es ist so ein richtiges Endzeit. Haben Sie das so als Endzeitbuch gelesen? Als Endzeitbuch, ich habe es auch als gelesen, was mit Menschen, die mal von wie heißt der Kolb? Kolbe, von Veit Kolbe. Veit Kolbe, also der Titelmensch, abgesehen, der ja nur im Krieg war, die ja doch ein wenig entrückt sind und wie auch dort dieses Kriegstreiben die Menschen zerstört. Und es gibt ja noch eine Person in diesem Ort, das ist ja sein Onkel, irgendwie hat sich das ja so gefühlt, hat da irgendeiner ein bisschen gedreht, dass er nur da nicht, das ist ja dann irgendwo im Salzburger Land, also weit weg von Wien, wo er dann quasi zur Erholung ist und sich da auch mal so einem Arzt vorstellen muss und wie auch immer. Und dieser Onkel ist da der Ortsvorsteher, Ortsgruppenleiter, genau. Also ein übler Kunde, der denunziert und so weiter und sich nur insofern um die Leute kümmert, dass ihm keiner an der Karre fahren kann und viele Leute auch abserviert und natürlich dann sozusagen nicht umhin kommt, den Brasilianer einzubuchten, weil er im Wirtshaus und anderswo über Hitler schimpft wie ein Rohrspatz und das geht ja da nur gar nicht zu dieser Zeit. Und da sind natürlich warum kriege ich den Namen jetzt nicht da? Weil ich immer bei Otto Haferkronner bin. Nee, der Veit Kolbe. Also es sind ja so zwei gleichaltrige junge Männer. Ja, da gibt es so, wenn man die beiden Bücher zusammen so ein bisschen liest. Der Veit Kolbe, der ja dann auch seinen Onkel verachtet dann letztlich das auch sehr genießt mit der Darmstädterin. Mit der Jungfrau, die das Baby bekommen hat. Da in dem Gewächshaus und so weiter produktiv zu sein und was zu machen. Und der hört dem Jazz und so und speckert. Und der Veit Kolbe, der kann das sehr gut nachvollziehen. Ja. Zum Beispiel, als er dann eigentlich schon wieder laufen kann, noch in Wien und bevor er dann verlegt wird, da ist auch so eine Sequenz drin, wo er dann schreibt, ja, ich habe trotzdem immer meine Krücke mitgenommen, da brauche ich nicht die Hand andauernd hochzureißen. Ne? Ja, da weißt du auch gleich, Er hat ja von dem Krieg und von dem Soldatsein, hat er ja so, das ist so die Schnauze voll, aber er kann sich dem ja nicht entziehen. Ne? Und ich war entsetzt, Frau Bohn, eigentlich in dem Moment, wo der den Onkel abknallt. Ja. Ja, wo ich dachte, hallo, was ist jetzt? Hm. Ja, weil er ist ja doch sehr beherrscht und macht für Tagebuch und ist ja eigentlich auch so ein Intellektueller. Und
ist ja dann auch, das sind schon 200 Seiten rum, wo er dann das erste Mal mit der Darmstädterin schläft. Mhm. Es ist ja auch kein erotisches Buch, am Anfang zum Beispiel, wo die da einziehen. Mhm. Ja, und sie wohnt ja neben ihm da oben bei der Quartiersfrau, bei der Bösen. Und das ist ja irgendwie so eine Holzhütte oder was. Und das Kind hat da auch mal ein bisschen gemanövert oder es war still. Mhm. Aber er hat Schwingungen gespürt, wenn sie im Zimmer auf und ab geht. Das hat so einen Hauch Erotik, wo man denkt, Mensch. Und das hat sich dann auch sehr gut gefügt. Und es sind ja dann auch im Epilog, wird ja noch geschrieben, das sind ja auch reale Personen, die Geiger was, da. Was aus denen dann noch wird. Also er lässt uns nicht hängen. Aber zum Beispiel, dass er jetzt seinen Onkel erschießt, da sieht man ja auch, was der Krieg mit den Menschen macht. Ja? Er wollte, und das ist ihm ja auch gelungen, den Brasilianer zu schützen. Mhm. Es gibt ja auch eine Stelle, wo er mal sagt, ich glaube, ich wäre meinem Onkel immer ähnlicher, weil er da auch immer irgendwie, er hat ja da oft ausgeholfen als Schreiber hatte ein bisschen die Befindlichkeiten in dem Onkel. Er ist ja auch immer verstrickt und das ist alles, ganz einfühlsam und auch intensiv. Auch wie diese Nanny, die in dieser Drachenwand zu Tode gekommen ist, weil sie einfach ausgeschert ist, weil sie selbstbestimmt was machen wollte aus diesem Kindermädchen-verschickten Lager. Und immer ist diese Bedrohung, also diese Drachenwand ist so das Symbol des Drohenden, des Bösen, was eigentlich alle allegorisch eigentlich, das ist eigentlich eine Metapher. Ja. Genau. So, also auch klasse Buch, kann man uneingeschränkt empfehlen zum Lesen. Unbedingt. Ja. Da wir jetzt hier so schwere Kost hatten, wollte ich gerne noch ganz kurz, das haben Sie ja nicht gelesen, noch zwei Bücher vorstellen. Und zwar ist das hier ein Krimi, Die Sonne über Berlin, ist der zweite Krimi von Carla Kalkbrenner. Das ist eine Berliner Journalistin. Mhm. Ich empfehle dieses Buch, weil das meine Freundin ist und ich mit der zusammen studiert habe und wir uns schon ganz viele Jahre kennen. Und die eine ganz aufmerksame und vor allen Dingen auch unheimlich gut recherchierende Autorin ist, die Krimis schreibt. Der neue heißt Nebelwende und spielt, es gibt mehrere Morde, es gibt Forscher, der ein tolles Mittel gegen Zellulite erfunden hat, kommt bei der Explosion seines Labors ums Leben. Daran dröselt sich das alles auf. Gleichzeitig gibt es Attentatspläne, also einen Terroranschlag auf Berlin, der vom BND beobachtet, verhindert wird und so. Es ist spannend, es ist klasse erzählt. Der Hauptheld des Buches ist aber die Stadt Berlin, finde ich. Also, weil es ganz viel Berliner Luft da drin ist und Atmosphäre schnuppert. Carla Kalkbrenner, Die Sonne über Berlin, Nebelwende. Und dann habe ich noch was. Es ist nur eine Phase, Hase. Das ist ein kleiner Bestseller. Das sind alles Kurzgeschichten. Tut nicht weh. Ist nicht schwer. Kann man prima im Bett lesen, wenn es einem beim Einschlafen auf die Nase fällt, obwohl man da wahrscheinlich nicht einschlafen wird. Verletzt man sich nicht. Es sind zwei Journalisten, die das geschrieben haben, Maxim Leo und Jochen Gutsch. Es geht um Alterspubertierende, also Menschen im Alter von 45 bis 55 die Probleme, die die haben, sind hier hinten im Klappentext ein bisschen beschrieben. Als ich meine Frau kennenlernte, lebte ich in einem winzigen Studentenzimmer, in dem ein Bett stand, das sogar für mich allein zu schmal war. Ein Jahr lang schliefen wir zusammen in diesem Bett, ohne uns im geringsten zu stören. Heute sind wir zwei schlafgestörte Alterspubertierende, liegen auf unserem riesigen Latexmatratze und träumen von einer Nacht, in der wir uns nicht auf die Nerven gehen. Und das ist so der Grundtenor von diesem Buch. Also was man nach langer Ehe für Probleme kriegen kann. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Stolze, für dieses Gespräch, vor allen Dingen für Ihre Bereitschaft, diese ich beiden dicken ebenfalls. Bücher zu lesen. Und war wünsche für mich ein großer Gewinn. Allen Lesern und Leserinnen ein gutes Jahresende. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielen Dank.